Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ihr seht, ich habe hier drei Kartons, die wurden mir mit netter Unterstützung von Pets Fit zur Verfügung gestellt. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich habe mir das jetzt so gedacht, in dem Kleinen ist hier ein Hundetragetasche drin, die werde ich später vorstellen. Ich werde jetzt erstmal ein Aufbauvideo von dem ersten Produkt machen, ein Aufbauvideo vom zweiten Produkt, und dann werde ich euch beide in einem separaten Video nochmal präsentieren und vorstellen. Das sind ja Häuschen für ein Katzenklo, kann man sagen. Also das ist ein Holzschrank, wo man ein Katzenklo drin macht mit einer Öffnung, denn es steht nicht irgendwo nur ein Katzenklo rum, sondern man hat einen Holzschrank. Sieht halt ein bisschen schöner aus für die Wohnung. Und der Große soll bei mir im Flur, der Kleine soll in der Küche rin. Und ich habe ja hier viel dunkles Holz, wie ihr ja an meinen Schränken seht, und da passt es dann super rin. Aber nichtsdestotrotz werden wir erstmal anfangen mit dem kleinen Paket, mit dem Aufbau. So, ich werde mal so machen. So könnt ihr, haben wir mal drunter, so, könnt ihr das alles schön verfolgen. Oh. Das ist oben. Also fangen wir mal hier oben an, würde ich sagen. Da kam UPS und wollte echt, dass ich das selber hochschleppe. Sag ich, Alter, du bist der Bote. Zeig wenigstens du die Große. Ich die Kleine. Ja, wenn es sein muss. Also das hatte ich ja auch bei UPS noch nicht, ey. Dass die sich da so anstellen. Kommt man sich ja fast vor wie bei Hermes. So, wenn wir so aufmachen. Ach nee, doch, nicht wieder. Zack. Wie gesagt, ich werde die Links zu den drei Produkten werde ich euch unter jedes Video drunter klatschen. Oh, mein gelber Sack wird sich freuen. Ich bin mal gespannt, wie es in echt aussieht. Auf den Fotos sah es echt gut aus. So, haben wir das erste Teil. Auch alles schön verpackt, muss ich sagen. Alles extra doppelt verpackt hier, auch mal mit Styropor, und dass hier nirgendwo Kratzer drin kommen. Was ist das? Achso, das ist auch noch ein Teil. Ach, der Teig ist nackig gemacht schon. Noch ein Teil. Und Tüte. Oh, schwarze Schraubendreher. Mit der Bauanleitung. Pets Fit. Machen. Ein Stäbelein. Müssen da noch mehr Stäbelein sein, oder? Ist alles nur Styropor. Styropor. Platz machen, dann ist er hier. Auch Platz zum Einbau haben. Räumen wir das mal weg. Alt Kreuz, große Kreuz. Alle die gleichen Größen, jetzt vier Kleine sind auch noch mit bei. Die mache ich mal separat. So. Noch ein Möbel.
12 große, 4 kleine. 2, 4, 6, 8, 10, 12, passt. 4 kleine sind auch. Sieht auch ja nicht mal so schwer aus mit dem Aufbau. Eine Seite, alles bebildert, aber in Englisch. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Ach, die sind ja beschriftet mit Buchstaben. Das ist ja einfach. Oh, die sind sehr dunkelbraun. Also dunkler als sie aussahen im Internet. Das ist die Katzentür. So sieht das besser. So, was haben, stehen wir da? Buchstabe dran? Da steht G dran. G. Hier haben wir jetzt ein B. Hier haben wir ein A. A ist immer gut. A, B. E. C, haben wir doch C, C, D haben wir da einzeln, machen wir E davor, dahinter, G, F, hier haben wir das F. So, das ist mehr als, also das ist definitiv mehr als irgendwer sagt, wie ich das machen soll. So, oh. A, nee, B als Grundplatte, B ist unten mit dem Teil nach vorne, so, C und A. C, mit wie hoch kommt denn das? So nach oben, okay. Ah, hier. Ah, nee, dann kommt das andersrum. Dann kommt das laut Adam Riese. So. Das ist ja gar nicht mal so schwer. Kommt da oben ran, okay. C haben wir ohne A. A haben wir hier und das kommt auch so. Warum ist denn hier oben so was dran und hier nicht? Tut das Not? Ja, ist bei A oben an der Abbildung auch. Okay. Ah ne, die kommen auf die Ecken. Das ist vorne. A ist. Ach, A ist hinten. A ist hinten. Okay. A ist hinten. Okay. Wir lernen mal wissen. Achso. Da kommen die Schrauben. Ja, kommt keine Schrauben ran. Okay. Und dann oben werden sie geschraubt. Aber wo da oben? Ach, da. Da. Ah, alles klar. Gut, jetzt habe ich es raus. So. Na komm hier rein. Du Sau. Muss ich erstmal noch schnell den vorbereiten hier. Eine Schraube brauchen wir. Nee, wir brauchen zwei hier für unten und oben. Und einen großen Kreuzer.
ist zu dicke. Der versinkt gut. Den nehmen wir. So. Können wir das erstmal wegmachen. Und das festschrauben. Falsche Richtung. So, Nummer eins fest. Machen wir weiter mit dem nächsten fest. Ach, noch eine Schraube. Aber ich muss sagen, ich bin begeistert. Schön dunkel. Ich mag es ja dunkel. So geht ja der eine oder andere. Filter sich jetzt und auch nochmal. So. Dann machen wir hier den Boden drin. So. Macht sich auch besser, als so auf der Seite dient. So. Dann soll die befestigt werden. Warum die gerade jetzt befestigt werden soll, weiß ich nicht, aber wenn die das sagen, machen wir das einfach mal da. So. Und müssen wir nur festhalten. So. Und dann die Schraube. Entschuldigung, dass ich euch jetzt meinen Arsch zeige. Aber geht gerade nicht anders. Ich mache mal so, dass ihr was seht. So, dann wird hier unten einfach rein. Fest, fest. So. Und dann brauchen wir, laut Adam Riese, E. Machen wir E fest. So, mache ich E erstmal hier oben fest. Da haben wir so ein bisschen schon mal Struktur drin. Oh, ich nehme schon mal alle Schrauben. Ist ja nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Ich habe gedacht, ich sitze da 3 Stunden. Aber ich drücke so gut. Und vor allen Dingen, bei mir ist ja alles dunkel. Deswegen habe ich ja finde ich das Dunkle hier ja nicht mal so schlecht, deswegen finde ich das sehr gut. Außer, also hier im Wohnzimmer ist dunkel, Küche ist dunkles Holz, Badezimmer teilweise dunkles Holz und eine Sache haben wir am hellen Holz, aber sonst alle dunkel. Die einzige Ausnahme ist das Schlafzimmer. Das ist seit neuestem, Schatzi, was ist das? Eiche? Sonoma Eiche? Sonoma Eiche. Sonoma Eiche. Ich weiß zwar nicht, ist helles Holz, aber okay. Das ist auch so was, was mich nervt. Warum kann man beim Baumarkt oder wenn man irgendwo hingeht und einen Schrank kauft, warum kann man nicht schreiben, helles Holz, dunkles Holz, weiß, schwarz, dunkelbraun, kackbraun. Warum muss jetzt so Sonoma Eiche sein? Hört sich besser an als kackbraun. Ne, Sonoma ist ja nicht kackbraun. Aber es geht wirklich, wie ihr seht, kinderleicht. Alle passt gut ineinander. So, jetzt müsste der Deckel oben drauf und der wird von... Wo wird denn der festgeschraubt? Von unten? Hä? Och nee, oder? Oh, ihr wollt mich doch räumen, wollt ihr mich doch. Wird von unten festgeschraubt, da komme ich doch gar nicht mit dem Ding ran. Kruzifix und Türkner 1. Ja, wie rum kommt denn das? Achso, geht ja nur in eine Richtung, da wo die Löcher sind. So. Machen wir das mal drauf.
Hab auch eine schöne Verzierung. Muss nur das Loch finden, sind keine Haare drin, das ist nicht so leicht. Ja, geht. So. Ihr denkt jetzt auch, boah, ist das ein Klotz? Ja. Ich guck mal, ob ich doch rankomme. Wenn nicht, muss ich mir... Nee. Ich brauche einen Schraubenzieher. Schätzelei, kannst du mir Kreuzeschraube ziehen? Weil hier sind ja die Löcher drin. Und da wird das dann auf der Rückseite und Vorderseite hier unten festgeschraubt. Und da komme ich mit dem Akku nicht so toll ran. Hoppala. Willst du nicht, dass man dich sieht? Nein. Warum nicht? Weil ich, wenn man dich sieht. Nee, mit dem geht das scheiße. Mit dem. Will der nicht? Warum will der nicht? Oh. Warum will der nicht? Der war nicht durchs Loch. Kruzifix Talk 1. Ah, jetzt, ne? Nee, auch nicht. Kruzifix. So. Nee, das geht nicht. Mit Trick 17 geht's. Geht aber auch nur bei den Beinlöchern, dann haben wir A-Karte, weil dann kommen wir unten nicht mal ran. So. Jetzt nehme ich mir meinen Latschen und mache meinen Latschen hier unten runter. Damit das Häuschen was höher kommt. Da ich das da unten ran machen kann. Muss ja nicht festmachen. Reicht ja wenigstens. Also mit dem Dach ist echt bisschen freaky, das anzubauen. Oh, jetzt kommt das gleich mit raus. Boah. Leg mich doch am Arsch. So, und das ist fest. Puffer jetzt stelle ich jetzt einfach so. Kann man nicht mal was gemacht und spitze. Toll.
Ja, fest. Oder ist fest. Müsst ihr auch aufpassen, nach fest kommt ab. Na, irgendwie. So, das reicht. Also festmachen hier unten, also vom Dach, ist gewöhnungsbedürftig. Auch hier geht's einfach. Da kann ich das Ding wieder nehmen, glaube ich. Weil hier ist ja die Tür, die dann später eingebaut wird. Zwei Schrauben wieder. Achso, und die Seite muss ja auch noch festgemacht werden. Hat ja oben ja nicht gemacht. Wieso hat ja oben nicht fest? So, hier so fest. Da Schraube, da Schraube, da Schraube. Ach, hier fehlt die andere. Nachbarn denken, oh, ich trampel die Hunde rum. So. Wie rum ich das mache, ist eigentlich egal, sieht gleich aus, oder? Ja. Doch, wie rum ist egal. So, nochmal Anleitung gucken. So, hinstellen. Dann anschrauben mit 4 Schrauben und fertig. Okay, das stellen wir wieder so hin. Also mein Latschen wieder drunter. Wie, wo soll ich das festmachen? Von innen. Von innen. Aber da sind die falschen Schrauben falsch. Die Schrauben, die ich festschrauben soll, die sind hier schon festgeschraubt und die, die ich nicht festschrauben soll, sind auf dem Bild schon angeschraubt. Naja, egal. Kriegen wir hin. Ist ja nicht zum ersten Mal hier so einen Schrank aufbauen, wa? So, das auch hin. So. Ach, die sind sie ja schon vorgelegt. Na, das ist doch gut. Da bräut doch nicht den Latschen, doch den Raum. Die sind sie ja schon angekörnt, die Löcher. Achso, dann lieber den schnellen. Aber mit einem anderen Bit. Bitte ein Bit.
Also liebe Kinder, nicht machen, weil also das hier zuguckt und noch nicht volljährig seid. Weil Bier ist ganz, ganz schön, ganz, ganz schlecht. So, einmal. Jetzt muss ich das mit links machen, ey, das ist so scheiße. Ich kann doch nicht mit links. Sag ich, ich kann nicht mit links. Oh. Oh, das schon hier an. Jetzt wäre so eine hilfreiche Hand, wäre echt toll. Musiker, wisst ihr nicht. Kriegst du hin. Auch alleine. So, geht doch. So, jetzt bin ich fertig. Ja, hält. So, wir haben das erste Häuschen fertig. Kann ich euch auch gleich noch mal dazu sagen. So, also Aufbau. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt aufgenommen habe, aber habt ihr gesehen, ging relativ fix. Die Scharniere gucken hier über. Also wenn ihr das denn hinbacken wollt, irgendwo müsst ihr aufpassen, die Scharniere gucken hier ein Stück raus. Dann kann man, hier ist auch kein Griff dran, ist auch ganz gut so, kann man hier aufmachen. Hier stellt man den Katzenklo hin. Macht er zu, das hält auch. Gut, wenn man es doll zieht, dann nicht, logischerweise. Und dann können die Katzen jetzt hier ringehen. Und ihr Chef erledigen und wir haben halt einen Schrank, also einen Holzschrank und nicht einfach nur ein Katzenklo irgendwo in der Ecke stehen. Das finde ich gerade das Schöne. Das sieht auch im Haushalt, sieht das schöner aus, so einen Schrank da zu haben, und als wenn da so ein Katzenklo steht. Ja, sieht auch halt optisch viel, viel schöner aus. Hier oben kann man auch, also beherrscht auch hier schön Zirkulation. Man kann ja vielleicht auch für die Katzen hier oben ein Duftbäumchen rinhängen, dann stinkt das nicht so. Vielleicht noch ein bisschen LED-Beleuchtung, dann haben sie auch Licht. Da freuen sie sich auch, dann ist es nicht so dunkel. Und auf der Seite ist aber ein bisschen viel Licht hier. Warum ist nicht mehr so viel Licht? Kann ich hier noch nachziehen? Ja, hier kann ich nachziehen. Und hier unten nochmal so drüber nochmal. Das ist mir nämlich gerade aufgefallen. Wie sieht es jetzt aus? Nicht wirklich besser. Aber okay. So, das war jetzt das erste Katzenhaus, was wir gemacht haben. Ich räume jetzt hier gleich weg. Mach mal so, dann könnt ihr mich besser sehen. So, ich räume jetzt hier erstmal weg. Die Katzenhäuschen stelle ich da nach drüben. Und dann nehmen wir uns das nächste Katzenhäuschen vor und dann mache ich nochmal ein Abschlussvideo und zeige euch nochmal alle Katzenhäuschen genau und wo da die Vor- bzw. Nachteile sind. Ich verabschiede mich jetzt erstmal.
Wir sehen uns gleich im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, macht einen Daumen hoch. Ahoi, sagt euer Odin.